Ein echtes Straßenrennen im wahrsten Sinne des Wortes. So hat Mr. Monaco, der großartige Graham Hill, damals diese Kultveranstaltung beschrieben. Die Autos, die wir fahren, haben in dem seither vergangenen halben Jahrhundert einen weiten Weg hinter sich gebracht. Aber wir fahren immer noch auf denselben öffentlichen Straßen am Mittelmeer. Kein Sieg ist begehrter als der beim großen Preis von Monaco. Der erstaunliche Circuit de Monaco hat sich im Grunde seit dem Eröffnungsrennen 1929 nicht wirklich verändert. Doch die schnelleren Rennautos der heutigen Zeit versprechen natürlich viel mehr Spannung in den 19 Kurven vorbei am Casino und an der Küste. Die Stadtrundfahrt ist 3,4 Kilometer lang, aber manchmal sind es nur Zentimeter bis zu den Begrenzungen der Leitplanken. Für den Grand Prix werde ich heute erneut von Stefan Römer unterstützt. Fangen wir doch mal mit Racing Point an. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Der junge Superstar Max Verstappen startet und der Professor macht die erste Reihe komplett. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Vettel, Hamilton, Valtteri Bottas und Leclerc, Norris, Stroll, Ricciardo und Alexander Albon, Sainz, Perez, Pierre Gasly und Grosjean, Raikkonen, Magnussen, Dani Quert und George Russell, Latifi, und Esteban Ocon steht ganz hinten. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Ja, damit guten Morgen, Chairman, und willkommen zurück zu F1 2020 zum großen Preis von Monaco. Vor uns steht kein Auto. Also das Safety Car, aber das war's. Ich weiß auch nicht hundertprozentig genau, wie wir das geschafft haben, aber wir stehen auf P2. Die Ausgangslage kennen wir. Das ist 1:1 das Szenario, was wir in der ersten MyTeam-Season schon hatten. Da stand ich auch auf P2, soweit ich weiß. Mit dem Unterschied, diesmal ist trocken. Im Trockenen habe ich meine Pace und die Konstanz. Und wir haben Verstappen neben uns. Wir hoffen einfach mal, dass wir einen besseren Start hinkriegen. Wir fahren einfach, was soll's, wir fahren einfach. Kwiat steht auf, Verstappen auf harten Reifen am Start, okay, interessant. Wäre dann natürlich vielleicht gut, wenn wir am Start vorbeigehen und uns ein bisschen absetzen können und er dann Vettel uns ein bisschen auffällt. Wir haben tatsächlich Kimi auf P15, soweit ich weiß, und Kwiat, welcher ja unser Rivale ist, auf P17. Also, vielleicht werden wir diesmal die Rivalität in Führung gehen. Und wenn wir extrem viel Glück haben, können wir sogar ein Podium einholen hier. Ich bin seit dem GPO wirklich, wirklich gut auf Monaco irgendwie. Keine Ahnung, davor war ich hier nur so halb gut. Aber seit GPO, seit ich da meinen Sieg eingefahren habe, bin ich hier voll am Start. Nur die Konstanz, das ist halt die große Frage, ob ich die drin habe. Aber im Zweifel möchte ich lieber versuchen, die Punkte, die wir mitnehmen können, safe heimzufahren. Vielleicht werden wir das vierte Mal in Folge P6. Als dass ich jetzt irgendwie durch Risiko versuche, irgendwas zu machen. Also da ist die Konstanz dann, glaube ich, schon einfach ein gutes Stück wichtiger. Wir machen da einen Stopp natürlich, das können wir uns erlauben. Dadurch, dass wir frische Mediums haben, mit denen wir gut durchfahren können. Und dementsprechend... Die sind frisch, weil wir ja ein Regen-Qualifying hatten. So, die Reifen sind nicht hundertprozentig auf Temperatur. Das werden die der anderen aber noch weniger sein. Gerade die von Verstappen. Ich bin super gespannt, wie das ausgehen wird. Wir sehen auch Ocon ganz hinten. Also vielleicht werden wir in dem Rennen ein bisschen auf Renault aufholen in der Konstrukteurswertung. Ja, noch schräger kann ich nicht stehen, oder? Dankeschön. Ja, warten wir mal auf die anderen. Reifen wir jetzt natürlich noch kälter, dadurch, dass wir hier stehen. Aber wir gucken einfach mal. Vielleicht am Start vorbei wirklich an Verstappen. Und dann gucken, dass er die anderen aufhält. Stell die hier, Ocon. Ach, guck mal.
Bessere Reaktionszeit, bessere Traktion. Aber leider die Außenbahn, weshalb Verstappen der Meinung ist, mich ein bisschen anzubappen. Aber wir übernehmen die Führung damit von der Startlinie weg. Gegen Verstappening beim großen Preis von Monaco. Im Hintergrund sehen wir Vettel und Hamilton, die sich hier gegenseitig ein wenig bekämpfen. Aber das macht uns relativ wenig. Und jetzt haben wir, ab jetzt haben wir, glaube ich, schon einen massiven Vorteil. Verstappen wird nicht dranbleiben mit den Harten. Das wäre zu krass, wenn er das schaffen würde. Jetzt können wir wirklich gucken, dass wir einen geilen Vorsprung rausfahren. Ich habe halt den Vorteil, dass der Alfa Romeo eine unfassbar gute Grundstabilität hat im Spiel. Und das ist auf Monaco jetzt nicht unbedingt eine schlechte Waffe. Ja, unfassbar geile erste Runde hier gehabt. Ja, wie gesagt, also warum Verstappen hat wahrscheinlich gehofft, dass er Kurve 1 als erster rausgeht und danach uns halt einfach hinter sich halten kann. Weil auch Monaco überholen ist super schwer. Und das werden jetzt alle anderen spüren. Alle hinter Verstappen. Hamilton, Vettel, Bottas, Leclerc. Das wird sich komplett durchziehen. So. Trotzdem ist der Wagen natürlich schwer. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Eieiei. Ja, DRS habe ich gerade nicht. Wir stehen immer noch. Ich werde euch das nach dem Rennen auch zeigen, wenn ich dran denke. Wir stehen immer noch auf 107er KI. Also, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie genau das hier stattfindet, was gerade stattfindet. Aber irgendwie passiert das gerade augenscheinlich. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich herausgefunden habe, wie. Ja, und Hamilton kommt nicht an Verstappening vorbei. Und das ist unser größter Vorteil. Ich dachte gerade kurzzeitig, ich habe zu früh eingelenkt. Flügelschaden brauchen wir jetzt hier definitiv nicht. Status Teamkollege. Alter. Ja, okay, Kimi hat schon mal eine Position verloren. Schade. Ich kann halt nicht drauf gucken, gegen wen, ne? Also, normalerweise in Rennen kommentiere ich ja auch gerne das Geschehen um mich rum. Und um meinen Teamkollegen rum, das kann ich in Monaco nicht bringen. Das funktioniert nicht. Eine Zehntelsekunde unaufmerksam sein. Und das war's für dich. Ich bin jetzt aber mal gespannt, wie die Pace von Verstappen mit seinen harten Reifen. Okay, er hat die Position gegen Kwiat verloren. Jetzt gerade konnte ich nachgucken. Ich bin auch mal gespannt, wie die Reifen von Verstappen im weiteren Verlauf des Rennens funktionieren oder nicht, weil das ja auch ein Indikator dafür sein wird, wie das nach dem Stop aussieht. Ja, bis dato fahren wir noch davon. Setzen noch eine schnellste Rennrunde.
Hamilton bleibt zwar an Verstappen dran, zieht Vettel davon, aber kommt nicht vorbei. Wir müssen halt damit rechnen, dass nach dem Stop, die werden relativ ähnlich stattfinden vom Zeitpunkt. Also Verstappen wird nicht allzu lange nach mir reinkommen. Nach dem Stop wird Verstappen erstmal richtig wieder ranfliegen. Also das wird noch ein Duell werden, glaube ich, zwischen Verstappen und mir. Deswegen ist es wichtig, dass ich gerade so ein bisschen push. Ich gebe gerade so 98% ungefähr, weil ich möchte nicht 100% geben und den Karren dann in die Wand pflanzen. Das wäre nicht unbedingt das beste Szenario, aber das reicht auch gerade, was ich mache. Also lieber fahre ich jetzt hier fehlerfrei erstmal. Und dann kann ich im Zweifel später noch pushen, wenn ich muss. Aber solange ich nicht muss, werde ich nicht pushen. Status Teamkollege. Gap to teammate behind is 20.8 seconds. They're on fresh mediums. They're in 16th. The time last lap was a 1 minute 15.8. Ja, ich muss halt gucken auch, wie das aussieht mit dem Stop. Weil ich möchte ja nicht im Feld rauskommen. Das wäre das Worst-Case-Szenario, wenn ich nach dem Stop im Feld voll drin hänge und Verstappen dann freie Fahrt hat. Gegen Ende werden seine harten Reifen schneller sein als meine Mediums, so ab Runde 15 ungefähr wird das, glaube ich, stattfinden. Mediums sind jetzt ja schon ein gutes Stück langsamer als in den Anfangsrunden, wie wir sehen. Aber reicht noch, ne? Reicht noch. Und solange das noch reicht, ist das gut, finde ich. So, 6 Sekunden aktuell. Der Abstand wird jetzt aber nicht großartig größer, glaube ich. Wobei, doch, jetzt gerade hat er schon gut geklappt. Und das, obwohl Hamilton keinen Move gemacht hat. Na gut, das war auch ein sehr schöner zweiter Sektor von mir bisher. Also ihr seht, gerade hier durch die Kurve könnte ich wahrscheinlich, wenn ich wirklich müsste, noch ein gutes Stück schneller gehen. Aber wie gesagt, das Schlechteste, was mir passieren könnte, ist, den Karren in die Wand zu pflanzen. Wir stehen gerade gut für ein Podium. Wir stehen gerade gut für den Win. Das möchte ich jetzt echt nicht wegwerfen, Leute. Pardon. Ich bin auch gerade ganz gut im Flow drin. Das Problem ist, wenn ich einmal draußen bin, kriege ich ein Problem. Aber deswegen hoffe ich einfach mal, dass jetzt nichts passiert, weshalb ich aus dem Flow rausfliegen sollte. Okay. Derartige Berührungen sollte ich lassen, eventuell. Status Teamkollege. We're leading our teammate by 26.6 seconds. They're on old mediums. They're in 16th. The time last lap was a 1:16.0. Ich sammel Sprit an. Ich sammel Spritreserven an. Wie kann das denn passieren? Also Leute, ganz ehrlich, ich verstehe das Rennen gerade nicht.
Eigentlich ist die KI auf Monaco doch super stark. Und ich sitze hier gerade in einem Alfa Romeo in Season 1 und fahre den Herrschaften hinter mir davon. Und die Herrschaften hinter mir sind Verstappen, Hamilton, Vettel, Bottas, Leclerc. Und ich meine, man könnte zwar argumentieren, ja gut, also Verstappen fährst du ja davon wegen dem Reifenunterschied. Ist korrekt. Dann haben wir immer noch Vettel, der nicht unbedingt gerade hinter Hamilton festhängt. Da ist über eine Sekunde Abstand. Und der noch weniger gerade eine Chance hat als Verstappen. Die Frage ist, wo soll ich den Sprit raushauen? Großartig. Also zu viele Möglichkeiten sehe ich nicht. Ich bin auch super gespannt, was passiert, wenn Hamilton und ich an der Box waren. Dann wird Hamilton ja wahrscheinlich an Verstappen vorbei sein. Das heißt, wenn Verstappen seine Mediums hat, dann kommt er eventuell genau dann nicht mehr an Hamilton vorbei. Oh, Leute, hier ist noch einiges drin. Hier ist einiges drin in diesem Rennen. Fahrer hinter mir. Verstappen. Eins, was fahren wir jetzt die Runde? Alright, ähnliche Zeit. Ja, langsam wird zu der Punkt kommen, wo die Mediums dann doch einen Tacken schlechter sind als die Harten. Aber wir sind auch durch den halben Stint schon durch. Das ist gut. Ich sehe gerade tatsächlich jede Runde, achte ich so ein bisschen auf diesen Schatten, den ich nach der Haarnadelkurve sehe von oben. Einfach nur, weil es mich interessiert, ob ich diesen Schatten immer noch sehe oder nicht. Das ist der einzige Grund tatsächlich. Ich will einfach nur diesen Schatten da sehen. Ja, wir sehen auch, dass jetzt Verstappen anfängt, Hamilton wegzufahren. Das heißt, jetzt sind wir langsam wirklich an exakt diesem Breaking Point, den ich angesprochen habe, angekommen. Das heißt, ab jetzt könnte es ein bisschen ekelhaft werden. Aber noch haben wir genug Pace in den Reifen, um uns vor Verstappen definitiv zu halten. Status Teamkollege. Ach, der ist ja da unten. Gap to teammate behind is 31.9 seconds. They're on old mediums. They're in 16th. The time last lap was a 1:15.7. Ja, also wir kommen auf jeden Fall vor Kimi raus. Die Nummer ist schon mal durch. Ich kann es halt gerade nicht abschätzen. Ich glaube, in Monaco verlierst du nicht zu viel Zeit in der Box. Weil die Frage wäre halt einfach, gehe ich eine Runde länger eventuell? Also halt in Runde 20 dann erst rein. Oder mache ich das nicht? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich merke aber schon, dass ich jetzt gerade ein bisschen zu viel pushe. Also ich komme gerade immer wieder in so kleine Fehler rein, die nicht sein müssen. Was an der Zeit im Endeffekt nichts bringt, den Reifen nicht und meinen Nerven noch weniger. Ja, aber Hamilton kann sich durchs DRS gerade so noch dran halten, innerhalb von so 7 bis 5 Zehnteln immer.
Aber man merkt halt wirklich krass, dass die Mediums nicht mehr wollen. Aber Hamilton muss sich auch dran halten. Das ist auch für mich gut, wenn Hamilton sich dran hält an Verstappen. Jetzt haben wir das erste Mal den Schatten nicht mehr gesehen. Weil, wie gesagt, der ultimative Plan wäre ja, nach dem Stop ist Hamilton mit den harten Reifen vor Verstappen und Verstappen wird seine Mediums nicht nutzen können. Das wäre der großartige Plan, das Beste, was mir passieren könnte. Und wir sehen alle in Zwischenzeiten, jetzt holt Verstappen auf. Oder bin ich jetzt doof? Das waren noch über 8 Sekunden vor der Runde, oder? Ja, okay, das war aber auch keine gute Runde. 1.14.4 geht besser. Rückblick mal gleich mal, was Verstappen gefahren ist. Fahrer hinter mir. Verstappen ist behind you. The gap to the car behind is 8.3 seconds. They're on old hards. Their tires are 13 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 13.9. Ja, das heißt, eine halbe Sekunde hat er letzte Runde aufgeholt. Das merkst du halt schon. Oh weh, Leute, es fängt an zu wackeln. Das ganze Konstrukt, was wir uns hier aufgebaut haben bisher. Ja, das weiß ich. Ich bin live dabei beim Roborutschen gerade. Okay, jetzt die Runde haben wir wieder das, was wir letzte Runde verloren haben, rausgefahren. Nice. Ja, wir können gerade dagegen halten. Während wir zeitgleich Vettel beispielsweise immer weiter davon fahren. Mein erster Sektor ist super konstant. Also da habe ich im seltensten Fall irgendwelche Unterschiede in der Pace, wenn ich die Zwischenzeiten betrachte. Alright, come on. Wir haben halt noch nicht mal das halbe Rennen vorbei. Auf Hamilton, mach doch mal was. Greif doch mal den Verstappen an. Oder beschwerst du dich schon wieder bei Bono, Matthias, Agorn? Jetzt hat Verstappen auch wieder ein bisschen verloren diese Runde. Wobei, zeitgleich sagen wir. Sagen wir einfach mal zeitgleich. Die Frage ist halt, wo werde ich nach dem Stop rauskommen? Weil wie gesagt, wenn ich im Verkehr hänge, habe ich ein gigantisches Problem. Was denn du mir? Elfter. Ja, wir sind Elfter gerade. Ja, auf jeden Fall hinter dem ganzen Feld. Hinter mir gerade. Wahrscheinlich dazwischen dem Racing Point und dem Alpha Tauri. Uff. Da möchte ich eigentlich nicht sein. Ja, die Frage ist, bleiben wir bis Runde 20 draußen oder nicht? Bleiben wir bis Runde 20 draußen oder nicht? Ach, ich weiß es nicht. In der Theorie ergibt es keinen Sinn, so rein logisch betrachtet, weil ich dann mehr auf die Mediums als auf den Soft gefahren wäre. Praktisch gesehen
Es kommt mir halt wirklich rein darauf an, wo ich auf der Strecke rauskomme. Und wenn ich halt hinter einem Renault oder so dann in meiner Outlap festhänge, ja, GG, das bringt mir gar nichts. Komm, ich habe gehört, um den Sieg einzufahren, muss man ein bisschen gammeln. Wir bleiben bis Runde 20 draußen und holen uns dann die Harten. Während Verstappen Hamilton jetzt fast aus dem DRS-Fenster draußen hat. Wir haben die Reifen auch gut geschont durch den ersten Stint. Also in der Theorie könnten wir, glaube ich, sogar fast bis Runde 30 gehen, aber ja, das würde halt pace-technisch komplett in die Hose gehen. Verstappen und ich jetzt die letzten 3-4 Runden sehr ähnlich in der Pace. Und jetzt merkt man es schon sehr krass, dass die Mediums nicht mehr so wollen, wie sie sollen. Aber es wird halt ein bisschen dadurch kompensiert, dass der Wagen halt leichter wird. Und gerade auf Monaco bringt dir das schon super viel. Und Bottas hängt auch immer noch hinter Vettel. Leicht verbremst, kein Problem. Nee, wir warten noch eine Runde, außer Hamilton und so gehen jetzt rein, aber das machen sie ja gerade nicht. Eine Runde fahren wir noch. Wie gesagt, ich darf nicht im Verkehr hängen. Das darf nicht passieren. Und das würde halt aktuell so sein. Ich würde als Zehnter rauskommen nach der Prediction von der Box. Wenn Hamilton jetzt halt reingeht, dann würde er vor Verstappen rauskommen. Also wenn Verstappen dann seinen Stop gemacht hat. Und er wird auch ein bisschen näher an mir dran sein. Ich gehe mal so auf 7 Sekunden ungefähr, würde ich so schätzen. Also, dass er halt auf 7 Sekunden dran ist und nicht um 7 Sekunden. Großer Unterschied. Verstappen kommt jetzt auch ordentlich ran hier. Aber ich halte das noch nicht für eine smarte Idee, jetzt reinzugehen. Verstappen ist jetzt an der Box. What? Scheiße, Leute, wir haben ein Problem. Wir haben jetzt ein richtig, 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 richtig krasses Problem. Uff, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, wir müssen jetzt rein, egal ob wir im Verkehr hängen oder nicht, aber wenn Verstappen jetzt frische Mediums hat gegen meine alten Mediums, dann können wir nicht riskieren, dass der noch näher an uns rankommt. Weil er auf den Mediums halt auch schneller sein wird, als wir auf den Harten. Das heißt logischerweise, wir fahren jetzt rein. Und müssen hoffen einfach. Oh, come on. Gib mir einen schnellen Stop. Nicht so eine 3-2er-Nummer wie letztes Mal. 3-0. Na, super. Okay, wir werden hinter Bottas rauskommen. Aber im Idealfall noch vor Stroll. Come on. Ja, das wird hinter Stroll, oder?
Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Jetzt hängen wir hinter dem fest. Reifen noch nicht auf Temperatur. Nope. Das hält mich jetzt richtig auf. Das hält mich jetzt richtig auf. Warum ist Verstappen reingegangen? Hier kommen wir nicht ran. Come on, Stroll. Das kann halt nicht sein, ey. Das kann nicht sein. So, scheiße. Das hat 3 Sekunden gekostet. Alter Vater, ey. Was für eine Wurst. Warum kämpft er denn mit mir? Ja, so viel auch zu dem Plan, dass Hamilton an Verstappen vorbeigehen wird. Ich weiß nicht. Also das war super gefahren. Das war eine super Strategie von Red Bull, einfach Verstappen reinzuholen. Auch wenn seine Reifen am Ende den Abgang machen werden. Verstappen wird rankommen, auf jeden Fall. Aber dass Mercedes Hamilton nicht reingeholt hat, verstehe ich nicht. Wir können jetzt nichts tun, außer pushen und versuchen dann dagegen zu halten, wenn Verstappen dran ist. Und dann halt langsam abwarten, bis der DRS, bis seine Medium-Reifen langsamer werden. Mehr ist gerade nicht drin für uns. Sekunde war Verstappen jetzt schneller letzte Runde. Nein. Gott sei Dank. Nein. Eieiei. Okay, so. Ruhig. Runterkommen jetzt. Fokus finden. Wo ist der Ford? Da ist er. Flow finden. Verstappen wird nicht vorbeikommen. Sofern ich keinen Fehler mache. Wir haben den Vorteil in der letzten Phase vom Rennen. Das ist noch nicht ansatzweise durch. Not even close. Selbst wenn Verstappen rankommt, ist das noch nicht durch. Auch Hamilton ist jetzt halt schneller als wir. Nee. Alright. Das Rennen wird noch spannend, Leute. Noch 16 Runden zu fahren. Verstappen hat natürlich Bock zu gewinnen. Verstappen hat, glaube ich, noch nie in Monaco gewonnen. Und er würde richtig sauer sein, wenn er gegen den Alfa Romeo verliert. Reifen werden ein bisschen warm. Ja, gerade hier. Zweiter Sektor und dritter wird Verstappen seinen Vorteil haben mit den Mediums. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Blind out front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. Ja, wir bleiben draußen. Ganz ehrlich, Verstappen muss vorbeikommen.
er muss irgendwie versuchen zu überholen und das wird er nicht schaffen, solange ich jetzt keinen großen Fehler mehr mache. Auch Hamilton wird rankommen, spätestens nach dem Flügelschaden jetzt. Aber nichtsdestotrotz sind wir immer noch in der Lage, hier gute Punkte heimzubringen. Das werden wir nicht schaffen, wenn wir reinfahren. Wenn wir reinfahren, werden wir da hinten im Feld hängen bei den McLaren. Und dann ist die Nummer durch. Wir müssen gucken, jetzt aus dem hier das Beste zu machen. Aber das ist genau das, was ich meinte. Ich war sehr gut im Flow, hatte eine komfortable Situation. Und sobald ich dann unter Druck war, jetzt hier, ist dieser scheiß Fehler passiert. Ja, wir kommen hier noch relativ smooth durch. Hier haben wir leichte Probleme da. Ach, Kacke. Nein. Wir fahren das jetzt durch, Jeff. Wir fahren das jetzt durch, mein Freund. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das, Jeff. Come on. Wir haben bisher jede einzelne Runde angeführt. Da haben wir noch über 13 knapp vor uns. Come on. Den Verstappen halten wir hinter uns. Zumal wir immer noch am Ende des Tages den Reifenvorteil haben, der irgendwann einsetzen wird. Das wird uns helfen auf jeden Fall. Wir werden dadurch nicht mehr davonfahren. Das wird durch den Flügelschaden nicht mehr passieren. Aber in jedem Fall wird uns das helfen, um vor ihm zu bleiben. Nein, Jeff, ich werde nicht reinfahren. Kannst du knicken. Solange ich hier noch voll im Rennen bin, wirst du mich nicht in der Box sehen. Auch wenn wir massiv Zeit verlieren, 2 Sekunden pro Runde ungefähr am Pace. Auf jeder anderen Strecke würde ich reinfahren, sagen, fuck it, ich hole mir Mediums, ich habe die Pace, um dann wieder rauszufahren. Aber nicht auf Monaco. Nicht auf Monaco, wo Verstappen, ich werde ihm das Leben zur Hölle jetzt machen. Der Mann wird nicht easy vorbeikommen. Das schwöre ich euch. Wenn er vorbeikommen möchte, dann muss er dafür kämpfen, der Mann. Und diesen Kampf sehen wir aktuell nicht. Nein, wir halten den Wagen aus der Wand draußen. Ich muss morgen auch dringend dran denken, meine Pedale wieder zu ölen, weil die schon wieder anfangen zu quietschen. Das macht mich gerade auch nur ein bisschen sauer. Weil das nicht sein kann, dass diese Scheißpedale alle 4 Wochen anfangen zu quietschen. Aber hey. Das spornt mich gerade alles nur an, um hier vorne dran zu bleiben. Um Verstappen einfach richtig den Mittelfinger zu zeigen. Dass er das Rennen hinter einem Alfa Romeo mit Flügelschaden beenden wird. Wir kommen mittlerweile gut genug durch den Anfang vom zweiten Sektor, durch vor dem Tunnel, sodass Verstappen im Tunnel nicht mehr die Pace hat, um ranzukommen und Manöver zu versuchen. So wie es ja der erste Angriff, den Verstappen gegen mich gemacht hat, lief ja genauso ab. Ist Verstappen gerade gegen die Wand gefahren und hat jetzt auch einen Flügelschaden? Oder habe ich da den Rückspiegel gerade falsch gesehen? Da machen wir die Tür jetzt gefährlich weit auf, aber nö. Wir bleiben davor. 11 Runden to go.
Und jetzt hilft mir auch mein Ressourcenmanagement gerade. Sprit und ERS. Dadurch kommt er auf der Station durch die ERS auch nicht vorbei. Weil ich davon noch mehr als genug übrig habe. In der Theorie müsste er mehr ERS ansammeln gerade als ich. Aber die Frage ist auch, ob er es nutzen kann. Der Flügelschaden war auch einfach dumm, sag mal wie es ist. Also da kann ich niemanden für blamen, außer mich selber. Aber wir sind mit 3/4 vom Rennen durch. Uns fehlen nur noch knapp 10 Runden. Das Ding ist halt, wenn ich auf die Mediums jetzt nochmal gegangen wäre, ja, ich hätte die bessere Pace gehabt als Verstappen und Hamilton wahrscheinlich. Aber ich hätte es nicht umsetzen können, weil ich im Verkehr gehangen hätte. Und das ist das große Problem an der Geschichte. Deswegen wollte ich nicht an die Box. Aber das sollte hoffentlich verständlich sein. Fahrer hinter mir. Den Runden sind seine Reifen alt, okay. Die werden so in 4-5 Runden ungefähr einbrechen. Ab dann werde ich relativ leichtes Spiel haben. Wir sehen es ja jetzt schon durch die Kurven, dass er nicht wirklich dranbleiben kann. Ich habe halt ein bisschen das Problem jetzt. Durch den Flügelschaden habe ich nicht so viel Aerodynamik. Was heißt, das setzt viel mehr Druck auf den Reifen, um den Karren um die Kurve zu kriegen. Dadurch werden die nicht nur ein bisschen mehr abgenutzt, sondern die werden auch vor allem wärmer. Und das merke ich schon ein Stück weit. Kommst hier nicht vorbei, Verstappen. Entweder du schaffst das auf der Geraden oder gar nicht. So nämlich. Ja, der kommt hier gar nicht mehr rum. Der verliert in der Haarnadel fast eine halbe Sekunde. Und das wird immer mehr werden, je länger wir fahren. Einfach durch die Reifen. Den Vorteil haben wir. Das ist der einzige Vorteil, den wir noch haben. Den Rest habe ich mir selber kaputt gemacht. Nein. Immer noch gelb. Ach, bisschen mehr jetzt. Bisschen mehr jetzt. Ach, scheiße, come on. Noch 8 Runden. Wir machen uns halt jetzt nicht kaputt in den letzten paar Runden. Je mehr Flügelschaden ich halt habe, desto schwieriger wird das. Logischerweise. Aber das wird ausgeglichen durch die Reifen von Verstappen. Die zwar in der Theorie gerade ein bisschen schneller sind. Noch. Aber das wird nicht mehr allzu lange so sein. Und wie gesagt, gerade hier im zweiten Sektor merkst du es extrem. Da gehe ich jede Runde mit mehr Vorsprung raus. Vorher waren es 9 Zehntel, jetzt waren es 1,1 Sekunden. Im Tunnel holt das dann wieder ein bisschen raus, weil der Honda einfach von der reinen Motorleistung her ein bisschen mehr hat als wir. Der Wagen kommt hier gar nicht mehr rum. Da muss ich jetzt richtig aufpassen. Wenn ich mir den Flügel voll absäbel, dann war's das. Aber noch 7 Runden.
Ich glaube nicht, dass Vettel und Bottas noch rankommen. Wobei, es könnte sein. Also auf Vettel und Bottas Zeit achte ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht. Ich hoffe mal, der Williams da vorne spielt für uns, wenn wir da noch rankommen sollten. Ich werde hier jetzt auch einfach sehr vorsichtig durchfahren tatsächlich. Mehr Schaden brauchen wir nicht. Wir haben den leichten Quersteher gerade bei Verstappen, glaube ich, gesehen im Rückspiegel. Das ist gut. Ah ne, Vettel, Bottas werden das wohl nicht mehr schaffen ranzukommen hier. Noch 6 Runden. Come on! Machen wir den Super-GAU. Machen wir das, was Ricciardo 2018 geschafft hat, mit einem kaputten Fahrzeug, in meinem Fall sogar mit einem kaputten und unterlegenen Fahrzeug, Monaco gewinnen. Das Problem ist halt, ein weiterer Fehler und das war es wahrscheinlich. Mit noch mehr Flügelschaden werde ich nicht verteidigen können. Ich kriege da der jetzt schon kaum hin, den Wagen hier um die Kurven zu jagen. Der Vorteil ist halt, dass genau bei den Kurven Verstappen nicht überholen kann. Weil er seinen Karren da nicht einfach neben mich setzen kann. 5 Runden noch, Leute. Vettel ist halt gerade mal nur eine halbe Sekunde schneller pro Runde als ich, also darauf kann ich auch mal stolz sein an der Stelle. Oh Mensch, Steff, da trifft sich ja gut. Mein Hintern tut weh. Hör ich, dass ich hier gerade so verkrampft sitze. Komm rum. Die Runden. Ey, die Runden für... Der erste Stint ging so schnell vorbei, ne? Und jetzt fühlt sich jede Runde an, als würde die eine halbe Stunde gehen. Das ist unfassbar. Safety Car vielleicht? Rennen unter dem Safety Car beenden? Ich hätte nichts dagegen. Hey Leute. Mich würde auch echt interessieren, wie das Rennen ausgegangen wäre ohne den Flügelschaden. Ob ich dann jetzt am Ende noch Vorsprung auf Verstappen rausholen würde oder ob wir auf der gleichen... Ob wir jetzt das gleiche Szenario hätten, eventuell, nur halt in schnellerer Pace. So, wenn ihr versteht, was ich meine. Das wäre interessant gewesen. So, Leute, 3 Runden noch.
Es herrscht halt kein Zweifel, dass wenn Verstappen vorbeikommen sollte irgendwie, dann ist er weg. Also das ist logisch, da werde ich unter keinen Umständen irgendwie dagegen halten können. Deswegen muss ich ihn ja gerade so krampfhaft hinterhalten. Und sorry Leute, ich muss mich jetzt echt anders hinsetzen. Ansonsten geht hier gar nichts mehr. Jawohl, erstmal die Schikane verkacken danach. Sehr gut. Aber das war trotzdem wichtig, weil so lange, so verkrampft, so angespannt in der gleichen Position zu sitzen, ist jetzt echt nicht geil. Vorletzte Runde, Leute. Wir stehen kurz vor einer absolut historischen Geschichte hier im Monaco Grand Prix. Das ist ein Rennen für die Geschichtsbücher. Ich meine, allein das Verstappen nicht in Angriffsreichweite kommt, trotz dem Flügelschaden, sagt für mich schon alles aus, wie das Rennen abgelaufen wäre, wenn ich den Flügelschaden nicht gehabt hätte. Final lap of the race, meine Damen und Herren. Kurz Konzentration durch den dritten Sektor und den zweiten noch. Meine Damen und Herren, ich habe keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Ich... Oh Gott. Fantastic drive. Just fantastic. You deserve that race win. Um Gottes Willen, wie? Zur Hölle. Wie hat das stattgefunden? Ein großartiger Sieg heute für das Alfa Romeo-Team. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Hier kommen Sie nun und betreten das Podium nach diesem aufregenden Grand Prix. Dass diese unabhängigen Teams so wettbewerbsfähig sein können, zeigt, wie vielseitig der Sport heute ist. Und was für ein toller Sieg von Alfa Romeo. Ey, Leute, 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 Leute. Der erste Stint war krass. Der zweite war eine ganz andere Welt. Eieiei, puh.
geiles Ding. Geiles Ding. Nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonders beeindruckendes Kunststück während des Rennens. In diesem Fall hat mich jedoch die solide und saubere Fahrweise von Max Verstappen begeistert. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Alfa Romeo, das mit einem guten Resultat in der Meisterschaft einen Satz nach vorn gemacht hat. Ja, klar. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ey Leute, wir haben Leclerc in der Fahrerwertung überholt. Wir sind auf P4 in der Konstrukteurswertung jetzt. Wir haben den großen Preis von fucking Monaco gewonnen. Kann man machen, finde ich. Kann man machen. Ich ganz ehrlich, ich kann nichts mehr sagen. Wir gucken uns die Highlights an. Uff. Ja, am Start vorbeigegangen am Verstappen. Leicht vor ihm in die erste Kurve gefahren, relativ side by side. Und allerdings durch den Reifenvorteil da einfach auf P1 verlassen. Das war wichtig, weil dadurch konnten wir uns im ersten Stint so viel Zeit rausfahren. Ja, der Verstappen dann irgendwie 2 Sekunden fast verloren. Krass. Und dann den ersten Stint einfach, ja, diese 98% gegeben, die halt gereicht haben da. Und dadurch, dass Verstappen aber so früh geboxt ist, hat er so einen Druck auf mich gepflanzt, dass dann halt diese Fehler passiert sind. Ich bin ja, glaube ich, 13 Runden oder so mit diesem Flügelschaden gefahren und das war jetzt nicht leicht hellgrün. Der war dunkelgelb. Ja, dass Stroll mich dann danach dem Stop so aufgehalten hat, war super ärgerlich. Dadurch habe ich ja auch noch mal 3 Sekunden, glaube ich, verloren. Das war kacke. Aber macht doch nichts. Das Ergebnis stimmt, ganz ehrlich, Leute. Und da bin ich einfach nur fucking stolz drauf gerade. Ich meine, wir haben ja gesehen auf der Karte zwischendurch, was da für Züge einfach waren. Wo die dann drin hingen, ja. Und da, ach, das ist so ärgerlich. Da hat es halt auch richtig was weggefetzt. Also das ist halt der ganze Flap an der Seite, der weg war. Das ist nicht ohne. Das ist wirklich nicht ohne. Dann ein wenig später. Der erste Angriff hier von Verstappen. Da hatte ich alles recht der Welt so zuzumachen. Und hier dann nochmal ein leichter Flügelschaden. Diesmal auf der anderen Seite, hat es ein bisschen ausgeglichen. Und da tatsächlich den Sieg heimgeholt. Ey, ja. Also wenn ich das jetzt nicht begründen kann, dass Ferrari uns zur Halbzeit einen Vertrag vorlegt, der Saison, dann weiß ich aber auch nicht mehr, was ich machen muss. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Wie kommst du nur darauf, Claire? Sie konnten heute die Spitzenpositionen ergattern. War es ein einfacher Sieg? Wir hatten genau den richtigen Abtrieb. Aero-Abteilung pushen. Nun, es scheint, als hätte sich das Blatt zu Ihren Gunsten gewendet. Im Vergleich zum letzten Wochenende ist es merklich besser für Sie gelaufen. Ja, die Aerodynamik ist super. Hier, toll. Ihr macht einen guten Job. Ja, mein Team hat das Vertrauen in mich gesetzt, ja. Zwischen Ihnen und Ihrem Rivalen sah es eine Zeit lang richtig knapp aus. Aber jetzt in diesem Sport steigern sich durch Konkurrenz beide Fahrer, ja, doch. Ich kriege jetzt aber bitte nicht so einen wie Leclerc oder so als Rivalen. Also ich habe ja eh noch ein Rennen, um die Rivalität gegen Kwiatkowski zuzumachen, wo es gerade gut aussieht. 5 Punkte gegen 2 haben wir geholt, das heißt, wir haben jetzt 3 Punkte Vorsprung, glaube ich. Ne, 2. 24 zu 22, das können wir an diesem Rennwochenende... Oh, können wir das entscheiden? Ja, okay, wenn es extrem gut läuft, können wir das entscheiden. Wenn wir uns halt vor ihm qualifizieren, vor ihm ins Ziel kommen und die schnellere Runde holen als er, dann kriegen wir das durch. Aber sonst nicht.
Sonst wird das dann erst in Kanada, ist es, glaube ich, ausgetragen. Ist es Kanada? Ich glaube, es ist Kanada nach Baku. Hei, hei, hei. Ja, wir können eh nichts tun. Komm schon. Okay, ja, das leichte Upgrade ist durchgegangen. Die bringen uns auch nichts, damit können wir nichts anfangen. Ja, ach, das war klar. Ich muss halt versuchen, weil sonst wäre das halt erst nach... Weiß ich, zu wenig Punkte. Ich muss halt versuchen, weil sonst wäre es ohnehin erst nach Kanada angekommen. Aber sagen wir, wie es ist, das macht jetzt keinen Unterschied. Also wir haben zwar jetzt ein paar Ressourcenpunkte rausgeballert dafür, ein paar mehr, als wir eigentlich müssten, aber das ist jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt, dass das schiefgegangen ist. So. Baku, meine Damen und Herren. Eine Strecke, auf der ich eigentlich auch ganz gut bin. Also allgemein, die Stadtkurse, mit Ausnahme von Vietnam, laufen jetzt nicht so mega schlecht für mich. Singapur bin ich ja auch voll dabei. So, aufs Wetter kommt es jetzt natürlich auch an. Baku im Regen hatte ich noch nie. Also würde mich auch wundern, wenn das passieren würde. Ne, bleibt wohl trocken, oder? Ja, das war fast zu erwarten. Durch unser leichtes Aero-Upgrade sind wir tatsächlich an Renault vorbeigegangen. Alpha Tauri ist hinter Haas gefallen. Die haben gar nichts entwickelt, kann das sein? Alpha Tauri und Renault haben gar nichts entwickelt. McLaren, boah, super wenig gemacht. Aber immerhin ein bisschen was. Williams und Haas dafür ein richtig geiles Paket zustande bekommen. Was heißt jetzt, McLaren, Alfa Romeo, Renault, Haas, Alfa Tauri sind alle super ähnlich. Das wird ein Kampf um die Punkte. Aber mir kann diesen Sieg niemand mehr nehmen. Ich möchte noch ganz kurz, ne, bevor das irgendeiner anzweifelt. 107. So. Weil ich sehe die Kommentare schon vor mir. Nee, hast du eh umgestellt. Nein, habe ich nicht. Damit würde ich sagen, dann war es das für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!